London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania. Dieses Taxi hat seinen Dienst getan. Mindestens bis in die frühen 1970er Jahre hinein arbeitete der Austin FX3 als Taxi in den Straßen Londons. Nun bereitet Carsten Quaschnik aus Lindenthal dem 54 Jahre alten Black Cab einen angenehmen Ruhestand in Köln. Ausflüge zu Oldtimer-Treffen oder auch mal eine Hochzeitsfahrt, allzu viel mutet der 40-Jährige der alten Droschke nicht mehr zu. Mangels Servolenkung ist es sowieso kein Kinderspiel, den massigen Oldtimer zu bewegen. Den großen und hohen Innenraum hat Quaschnik nach altem Vorbild hergerichtet. Taxameter, Versicherungsurkunde und Gebührentafel befinden sich dort, wo sie einst auch die Fahrgäste vorfanden. Das Besondere an diesem London-Taxi ist das offene Gepäckabteil. Schnell ist der Austin mit seinem Dieselmotor nicht gerade, maximal 60 Stundenkilometer sind drin. Dafür erzeugt der alte Antrieb einen enormen Geräuschpegel. Die Passanten kümmert es nicht, die Begeisterung ist groß, wann immer Quaschnik mit seinem Taxi auftaucht. Auch an diesem Tag wollen immer wieder Köln-Touristen mit ihrer Kamera ein schönes Stück altes London festhalten. London calling to the-